Wenn mit 110 im Kreisverkehr das Gerät nicht mehr zu bremsen wär und keiner abspringt, aber alle hinten rauf, dann ruf ich: Lang lebe die Störung im Betriebsablauf. Ich bin jetzt gerade erst im zweiten Semester und habe das irgendwie seit dem ersten Semester mitgenommen und das ist so das, weswegen ich hier angekommen bin. Emi auch mega, das ist super geil. An anderen Unis gibt's sowas nicht. Also ich glaube, die Erfahrung, die ich hier sammle, sind einzigartig. Die kann ich so im Studium mit keinem anderen Seminar oder sonst irgendwo sammeln. Während andere Leute jetzt noch in der BIP sitzen und über Kulturorganisation ihre Hausarbeiten schreiben, kann man Organisationen einfach hier auf dem Festival selber erleben und es wird hier einfach von Studierenden organisiert und es ist einfach nur mega geil. Weil es sehr praxisnah ist an dem, was man auch später eigentlich braucht. Es hat sehr viel mit Organisation zu tun, aber auch mit künstlerischer Freiheit. Was kann man in einem gegebenen Rahmen eigentlich machen? Doch endlich mal das Rennen auf und rufe: Lang lebe die Störung. Klar, es ist auf jeden Fall ein Studentenfestival und das sieht man auch, aber das soll man auch sehen. Es geht halt ums Miteinander und wie fühlen sich die Leute dabei und wie macht man halt wirklich gemeinsam dieses Projekt halt zu dem, was es sein soll. Man merkt einfach, dass alle, die mitwirken, super perfektionistisch sind und an jedem kleinsten Detail irgendwas noch auszubessern haben. Der Studentenweg ist einfach so liebevoll gestanden. Dass Lunatic das transportiert, was viele Studenten hier an der Universität auch leben. Da geht es um Nachhaltigkeit, Gleichheit, Miteinander. Und da geht es darum, Ziele zu erreichen, die dem eigenen Ideal entsprechen und das in der Gemeinschaft halt anzugehen. Das Gerät nicht mehr zu bremsen wär und keiner abspringt, aber alle hinten rauf, dann ruf ich: Lang lebe die Störung.